Romantisch und verträumt, aber auch mal hart und bittere Realität. Laura J. Patchett vereint in ihrer neuesten Ausstellung Somehow Real ihre besonderen Fotografien aus aller Welt. Aus vielen Jahren Arbeit eine Zusammenstellung der Werke. Brigitte Amalia Gonser, Kuratorin im Museum Giersch Frankfurt, weiß die Künstlerin zu schätzen. Sie ist immer auch eine Frau der Recherche. Das heißt, sie sucht sehr lange nach ihren Motiven und sie inszeniert nichts, aber sie schaut sehr genau hin und wartet, bis dass sie den richtigen Moment erreicht hat. Malerei spielt dabei immer wieder eine Rolle bei ihr, weil sie das farbliche Zusammenspiel der Elemente verfolgt. Doch es sind nicht nur Fotografien entstanden. Auch zwei Filme kann man in extra dafür eingerichteten Räumen bewundern. Eine Zusammenstellung aus Archivmaterial erinnert an die alten Zeiten der Bundesrepublik. Laura J. Patchett versucht, ihre Besucher dazu zu bringen, die Realität genauer und vielschichtiger zu betrachten, als es die Schnelllebigkeit des Alltags erlaubt. Die Ausstellung ist somit eine Einladung, die eigene Wahrnehmung zu erweitern. Letztendlich steckt hinter jeder Aufnahme eine Geschichte. Fast allen Fotografien, die ich hier gemacht habe, aus Libanon, die rühren aus Geschichten oder Erzählungen von anderen. Also es sind unglaublich viele Erzählungen. Wenn ich in den letzten Jahren fotografiere, ich mache entweder sehr viel Recherche von den Orten, bevor ich beginne, oder ich unterhalte mich mit Leuten. Weil nur so kann ich überhaupt Zugang zu den Orten finden. Und es ist immer die Einheimischen. Also das sind immer so manchmal Familiengeschichten oder man sieht mal, wie die Stadt früher war. Kunstwerke mit Tiefe und einem besonderen Einblick für die Perspektive der Künstlerin. Für alle Interessierten ist die Ausstellung Somehow Real noch bis zum 27. August im Giersch Museum der Goethe-Universität zu bewundern.